Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Corps Party. Beim letzten Mal, haben wir Dinge getan. Ich habe jetzt nochmal das komplette Kapitel gespielt. Wie ihr seht, 13 Minuten habe ich dafür gebraucht. habe alle Notizen gesammelt. Ich habe hier drüben, Naomi noch nicht ihren Schülerausweis zurückgegeben, weil sonst kommt diese Szene hier nicht. Nun, wenn das nicht Ayumi Shinozaki ist, wie hältst du so durch? Naho, ich würde gerne ein paar Informationen mit dir austauschen, die ich gesammelt habe. Du hast meine Aufmerksamkeit. Was hast du gefunden? Also war Sachiko der Täter? Ich hatte keine Ahnung. Das ist sehr interessant. Danke, dass du mir mit diesen wichtigen Daten, weitergeholfen hast, beziehungsweise, dass du sie mit mir geteilt hast. Jedoch hast du nur die Hälfte des Mysteriums gelöst. Du musst immer noch herausfinden, wer Sachiko wirklich ist. Es gibt immer noch ziemlich viel, das du nicht weißt über diese Schule. Nun, es gibt jemanden, den ich finden muss. Also, wenn du mich entschuldigst. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Aber ich habe das Interesse daran verloren, was du zu sagen hast. Wer war denn der Junge im Mitarbeiterzimmer, frage ich mich. War er ein Mitschüler von dir? Ein Bruder vielleicht? Es ist ein Band der Liebe zwischen euch. Das ist, was dich am Laufen hält. Ich würde mich echt freuen, wenn mehr Leute wie er hierher kommen würden, dich beobachten kann. Das ist ziemlich unterhaltsam. Naho, ich bin enttäuscht von dir. Oha, wenn jemand sagt, er ist enttäuscht, ist viel schlimmer, als wenn er sagt, ich bin sauer. Wieso sagst du sowas? Warst du denn nicht ein ziemlich großes Fangirl von mir? Es ist deswegen. Was ist das für ein Sachiko in the Ever After Mist? Und was sind die Ruinen des Shinozaki-Anwesens? Naos Notizen, 3 von 5. Genau. Das hatten wir schon. Sachiko, wie back of you. Das hatten wir doch schon, oder? Sollte die Puppe, die aus den Ruinen des alten Shinozaki-Anwesens gezogen wurde, nicht verfügbar sein?
Wird eine ausgedruckte Kopie auch ausreichend sein für dieses Ritual? Wenn alles richtig durchgeführt wird, wird der Geist, der vorüberzieht, keinen Schaden einrichten und nichts, ja, nichts Krasses sollte passieren. Aber wenn irgendwas auch nur falsch durchgeführt ist, dann wird Sachiko selbst herabfahren in jedes verfügbares Medium. Und alle vor Ort werden von ihrem Fluch, ja, beeinflusst und zum heiligen Ort geführt. Okay. Das Prozedere, um es rückgängig zu machen. Falls ihr Sachiko verärgert habt, dann solltet ihr das Ritual richtig erneut durchführen, aber rückwärts. Zuerst muss man wieder diese Puppe herstellen. Bla bla bla. Du hast mit Absicht die falschen Anweisungen auf deinen Blog gesetzt. Du wolltest, dass das Ritual fehlschlägt. Hast du das für ihn getan? Für deinen Geliebten? Für deinen Mentor, Mr. Kibiki? Wolltest du sicher gehen, dass er eine große Gruppe ja, an Menschen hat, die er studieren kann für seinen Artikel? Was zur Hölle ist so lustig? Du denkst, du bist klug, ha? Nun, das bist du nicht, also hau ab. Hau ab? Was zur Hölle soll das jetzt bedeuten? Sie sagt, das ist eine Lüge. Jeder, der Zeug, das im Internet gepostet wird und das als vollkommene Wahrheit schluckt, ist richtig dumm. Du zitterst. Du kannst mir nicht sagen, dass du nicht die leiseste Ahnung hattest, dass es dir niemals in den Sinn kam, dass so etwas passieren könnte. Wie viele Leute hat deine kleine Lüge hierher geführt in einen langsamen, schmerzvollen Tod? Du bist diejenige, die Sachikos Fluch über das ganze Land verbreitet hat. Du. Denkst du denn nicht, ich weiß das nicht? Aber Kibiki, mein lieber Kibiki lächelt mich an, wenn ich etwas richtig mache. Oh, Kibiki. Mein süßer Mentor, ich würde alles für dich tun. Wirklich alles. Aber ihr okkulten Freaks, ihr könnt alle in einer Ecke verrotten. Das interessiert mich nicht. Du bist eine furchtbare Person.
Gott, wie konntest du? Es ist meine Pflicht. Alles klar. Es ist meine Pflicht, den Job meines Mentors zu beschützen. Und ich werde niemanden mir in den Weg stehen lassen. Naho, du bist hier gestorben. Und? Erinnerst du dich daran, was du dachtest, als du starbst? Was hast du angeschaut? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Das ist der eine Moment, an den ich mich nicht erinnern kann. Egal wie sehr ich es versuche, es kommt mir einfach nicht in den Sinn. Dein, ja, selbstgefälliges Verhalten hat dich die Person gekostet, die du am meisten geliebt hast. Was? Du erinnerst dich wirklich nicht, oder? Deine allerletzten Aktionen als menschliches Wesen, nachdem du alle Hoffnung verloren hattest, aber bevor du gestorben bist. Du wurdest nicht von der Schule verschluckt, vermutlich wegen deinen Fähigkeiten, aber du hast dich dem Darkening ergeben. Verstehst du es jetzt? Du hast ihn getötet. Du hast den Mann getötet, den du liebst. Du hast Mr. Kibiki getötet. Du hast sein Leben mit deinen bloßen Händen genommen. Ja, ist okay. Ich weiß nicht warum, aber ich muss da an einen Heliumballon denken. Ja. Oder an einen normalen Luftballon, den man aufgeblasen loslässt und der dann so durch die Gegend fliegt. Oh, gib mir doch mal eine Pause. Ist das so eine Art Horrorfilm oder was? Geht's dir gut? Ja, und wir bekommen hier die Babystatue. Und Naho Sainokis, hast du nicht gesehen. So, und theoretisch müssten wir jetzt mit dem Zeug hier da unten hin. Genau, Yuka habe ich schon wieder dabei. Sehr gut. So. Dann überspringen wir das Ganze hier wieder. Hier geht's lang. Genau. Als erstes gehen. Alles klar, wir gehen hier hoch. Dann bekommen wir hier von Yuka das andere Tape. Und jetzt sollten wir theoretisch ernsthaft ja, Moshige. Miss Yui.
死んでいったみんなもきっと俺たちにまでこう繋ぐんだ。逆打ちの方法は分かったんだ。もう少しだ。No. Ja. Nakashima, genau. Hand it over the baby statue. Okay. Aha. Okay. Ich habe mir nochmal die Notizseiten angeschaut, nachdem wir unser kleines Gespräch mit Naho hatten, und all die Blutspritze sind verschwunden. Man kann sie jetzt komplett lesen. Kibiki, es tut mir so leid. Ja, meine Lesungen waren zu... Ihr wisst schon, zu breit gefächert und meine Interpretation ziemlich naiv. Dieser Ort ist nicht, nicht nur ein simpler Ort voller Geister, wie ich es zuerst angenommen hatte. Wenn wir hier nicht sofort rauskommen, dann werden wir in ernsthafter Gefahr sein. Ich dachte, wir würden in der Lage sein, ziemlich einfach durch den Weg raus zu kommen, durch die Strategie, die ich aufgeschrieben hatte. Aber diese Kindergeister sind in einer sehr bestimmten Art hier gefangen. Das wird nicht so einfach sein. Alles klar. Das zu tun bedeutet, die bösen Geister zu beruhigen, um das Tor zu öffnen, das durch die Lehre geht, die in unsere Welt führt. Mhm. Wenn wir diese Technik benutzen, bevor wir diese Kondition erfüllen, könnte es sehr gefährlich werden. Es gibt keine Ahnung, was da dann passieren könnte. Bedeutet das, diese Schwärze, die sie quasi umgibt, die Heavenly Host von der realen Welt abtrennt, wurde von Yuki und den anderen heraufbeschworen und die umgibt uns. Also wenn wir dieses umgekehrte Sachiko-Ritual durchführen würden, dann würden wir trotzdem nicht in der Lage sein, zurückzukommen. Es würde unseren Weg blockieren. Also müssen wir Sachiko wirklich dazu bringen, zu bereuen und die anderen Kindergeister beruhigen, um hier rauszukommen. Okay, dann lasst uns mal alles geben. Wir haben es fast geschafft, richtig? Oh nein, ein Erdbeben. So. Ah ja, genau. Den Schalter umlegen. Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen, aber bevor wir ihn brauchen und ihn dann nachher nicht haben. Vorwärts.
voll gut. Richtig, richtig gut. Jetzt müssen wir da nochmal runter. Zack. Und... jetzt fallen wir da gleich runter. Müssen mit Naomi dann da nochmal durch dieses Ekelzeug durch. Wie war das denn nochmal? Ach ja, perfekt. Wir haben es geschafft. Wir sind so gut. Und jetzt gehen wir mal nach oben. Hier gab es doch auch irgendwo noch eine Kerze, oder nicht? Oder auch nicht. Wo war die Kerze? Hier gab es doch eine Kerze. Ja, hier. Ich würde sagen, hier gab es doch eine Kerze. Okay. Aha. Ja, wir stellen die Statue dahin. Und die Baby-Statue dahin. Und dann können wir hier rein. Naomi. Es ist hier die schwarze Masse, die mich vorher angegriffen hat. Das Schild sagt Krankenzimmer, aber egal was da am Ende dieses Flurs ist, es ist nicht wie irgendwas, das, wo wir schon mal waren. Mein Kopf. Großer Bruder, er tut weh. Meiner auch. Ihr beide habt Nasenbluten. Ihr zwei bleibt hier, ich gehe alleine. Okay. Was zur Hölle, ist das ein Kindergesicht und Hände im Fenster? Okay, da ist ein Plakat an der Tür. Sachiko, ich räume im Referenzraum auf. Bitte warte hier, bis ich fertig bin, Mom. Sachiko? Die Tür ist offen. Komm rein. Blut. Oh mein Gott. Das ist meins. Wann hat meine Nase angefangen zu bluten? Ich glaube, ich bin in Gefahr, wenn ich hier zu lange bleibe. Aber ich habe das Gefühl, es gibt da etwas, das ich sehen muss. Was sagst du? Sollen wir zusammen auf den Ausflug gehen über die Sommerferien? Was ist los? Ich kann keinen Muskel bewegen. Wurde ich paralysiert? Meine liebe Sachi, sie ist meine Freude. Sie würde alles für mich tun. Tagebuch? Wessen Tagebuch? Ist das von dem Geist?
Das Buch scheint ziemlich alt zu sein, mit gegelbten Seiten und ausgefransten Kanten. Aber die vorsichtig geschriebenen Buchstaben sind komplett lesbar. Was? 19.07. 19.07.1953. Ich scheine tot zu sein. Nein, das kann nicht stimmen. Oh, ich kann dir nicht vergeben. Ich werde dir nicht vergeben. Ich werde dich töten. Wie kannst du es wagen und Sachiko wehtun? Wie kannst du es wagen und mir wehtun? Das ist schlecht. Naomi, Yuka, tate, koko hanareru zo. Naomi, Yuka, steht auf, wir müssen sofort hier raus. Okay, er geht von alleine. Geht's euch beiden gut? Aha, mir geht's gut. Mir geht's auch gut. Die Kopfschmerzen sind weg. Das muss dieser Flug gewesen sein. Was war das für ein Ort? Das war das Büro der Krankenschwester. Da war eine Frau mit einem gebrochenen Genick. Und kurz bevor ich rausgerannt bin, sind überall Kinder aufgetaucht. Satoshi, ist das... Ja, das ist das Tagebuch vom Tisch. Ich habe vorher schon versucht, da durchzublättern, aber das war komplett eingefroren. Ich konnte nicht mal die Seiten umblättern. Gehört das der Frau? Ja. Kein Zweifel, ich habe sie gesehen, wie sie reingeschrieben hat. Was? Da ist ein Name auf dem Rücken. Yoshi Shinosaki. Ich bin mir nicht sicher, was wir daraus lernen, aber ich wette, das ist sehr wichtig. Sollen wir reinschauen? 19.07.1953. Ich habe wieder viel mit den Kindern geredet. Sie sind so voller Leben und werden so schnell groß. Die jüngeren Schüler sind ruhig und respektvoll. Es ist sehr deutlich, dass ihre Eltern sie lieben und sich gut um sie kümmern und ihnen beigebracht haben, und sie ihnen viel beigebracht haben. So. Aber ich werde nicht hinten anstehen. Ich habe die Intention, Sachiko mit genauso viel Liebe und Hingabe zu erziehen wie alle anderen. Oh. Heute ist ihr 7. Geburtstag. Wir treffen uns nach der Schule und gehen etwas essen. Ich hoffe, sie mag die ausgestopfte Katze, die ich ihr gegeben habe, also ihre Kuscheltier. Ich
Ich musste ein paar Dokumente im Referenzraum sortieren, bevor ich mich mit Sachi treffen konnte. Während ich dort gearbeitet habe, kam der Schulleiter. Nachdem er und ich für ein bisschen miteinander geredet hatten, kam er plötzlich von hinten auf mich zu. Er schnappte mich und hat mich auf den Boden gedrückt und dann hat er angefangen, meine Bluse zu öffnen. Alles klar! Oh Gott! Er war immer so nett, hat sich die Zeit genommen, mir zuzuhören. Aber heute war er nicht derselbe Mann. Seine Augen waren kalt und leer. Ich stand vollkommen unter Schock. Ich habe nicht mal wirklich so eine Ahnung, was danach mit mir passiert ist. Irgendwie bin ich ihm entkommen. Aber er war direkt hinter mir. Ich habe es gerade so bis zu den Treppen geschafft, aber gerade als ich um die Ecke gelaufen bin, habe ich gefühlt, wie er mich geschubst hat. Der Boden kam schnell näher und plötzlich konnte ich mich nicht mehr bewegen. Okay. Den Satz verstehe ich nicht so ganz. Ja, irgendwie war sie zusammengesunken auf dem Boden und ich war tot. Okay. Eimerweise Blut lief mir aus dem Kopf. Ich bin mir sicher, das war echt ätzend, aufzuwischen. Was man halt so im Kopf hat, wenn man gerade gestorben ist. Ich habe auch die Kontrolle über meinen Verdauungstrakt verloren. Peinlich. Ich war dabei abzudriften, aber wurde zurückgezogen von dem Klang der sehr schönen Stimme. Sachiko hat alles gesehen. Ich schätze mal, sie kam, um mich zu finden. Der Schulleiter kam mir immer näher. Was hatte er vor? Ich habe ihn angeschrien, dass er aufhören soll. Ich war tot. Ich hatte keine Kraft. Sachiko hat versucht, wegzurennen. Aber sie war erst 7 Jahre alt. Er hat sie sehr leicht eingefangen und dann, vor meinen Augen, hat er das Leben aus ihr herausgewürgt. Was für ein grausamer Mann. Er hat meine Bluse wieder zugeknöpft und nahm Sachiko in den Keller und vergrub sie. Er wird vermutlich sagen, dass mein Tod ein Unfall war und sie als vermisst melden. Ich bin keine schlechte Person. Ich deserve.
Oh nein. Es liegt mir auf der Zunge. Heißt, verdienen. Na, natürlich. Ich verdiene das nicht. Ja, es gibt keine Möglichkeit, dass ihm das verziehen wird, was er getan hat. 20.07.1953. Es ist so, wie ich es geahnt hatte. Wenn man den offiziellen Berichten glaubt, dann bin ich ausgerutscht und gefallen. Und nichts wurde über Sachiko geredet. Die anderen Lehrer und Schüler betrauern mich alle. Sie sind so nett. Ich trauere auch. 21.07. Da sitzt jemand Fremdes auf meinem Stuhl. Vermutlich die neue Krankenschwester, aber niemand ist gekommen, um sie zu sehen. Sie ist vermutlich nicht sehr beliebt. Ich hasse sie. 26.07. Nach und nach verliere ich meinen Verstand. Ich verschwinde. Ein dunkler Wille, nicht mein eigener, hat begonnen, mein Selbst zu übernehmen. Mach, dass es aufhört. Also war sie Sachikos Mutter? Das ist so furchtbar. Ja, das ist es. Ich fühle mit ihr. Aber wartet mal. Schaut euch doch mal die Daten auf diesen Tagebucheinträgen an. Sachiko sollte nicht mal da sein. 1973. Die Entführungen und Morde haben doch erst 1973 stattgefunden, nicht wahr? Oh, du hast recht. Diese sind alle 20 Jahre vorher datiert. Aber was bedeutet das? Wir lasen weiter. Dieses Postmortem-Tagebuch hat weiter aufgeführt, was Yoshie Shinosaki bedauert und hat ihren Schmerz detailliert verfasst. Yoshi hat alle möglichen Themen abgedeckt und die letzten Seiten mit kurzen Passagen aufgefüllt. Ich bin so allein. So allein. Ich möchte Sachiko wiedersehen. Ich möchte die Kinder wiedersehen. Ich werde ihm niemals vergeben, was er getan hat. Ich werde sie alle töten. Und weitere ähnliche bedauernsvolle oder wütende Aussagen. Die weiteren Seiten nicht öffnen. Okay.
Nach einem bestimmten Punkt konnten die. Nee, wurden die Tagebuchseiten so voller Blut, dass sie alle zusammengeklebt sind. Okay, nachdem man die blutverschmierte Sektion übersprungen hatte, kam man zu den letzten wenigen Einträgen, die 20 Jahre später erfolgt sind. 12.07.1973. Sachi ist meine Stolz und mein Stolz und meine Freude. Sie würde alles für mich tun. Sie würde sogar viele Menschen töten, um mir Gesellschaft zu leisten. Sie schickt mir so viele Kinder. Ich liebe sie alle. 15.07. Ich muss sie aufhalten. Das wird mich nicht glücklich machen. Sachiko, bitte hör auf. 16.07. Seine Familie ist so schuldig, wie er es ist. Ich werde die komplette Familie verfluchen, für immer. Ich werde ihnen ein bisschen Vernunft in ihre Hirne brennen. 17.07. Wie ist das passiert? Sachiko, die mit mir zusammen vor 20 Jahren gestorben ist, hat einen Körper aus Fleisch und Blut. Sie tötet Kinder und schickt ihre Seelen zu mir, aber ich möchte das nicht. Das macht mich nicht glücklich. Sachiko, bitte, komm zu mir. Rede mit mir. 20.07. Sachiko hat 6 weitere getötet. Und wenn sie sterben, ist es, als wäre ihre gesamte Existenz aus der Geschichte entfernt worden. Aber sie ist nicht in der Lage, Kinder zu entführen und zu töten. Sie lässt den Mann das Entführen übernehmen. Sachiko, bitte hör auf. 23.07. Sachi tötet nicht länger für mich. Jetzt tötet sie einfach nur, weil sie es mag. Ich weiß nicht, wann dieser Wandel geschehen ist. Aber er ist geschehen. Lebende Kreaturen sind so leicht zu verärgernde Kreaturen. Sie haben uns getötet. Ich kann niemandem vergeben, der ein anderes menschliches Wesen tötet. Ich werde sie alle töten. Ich werde sie für das töten, was sie getan haben. Ich werde keine Gnade zeigen. 24.07. Töte mehr. 25.07. 15.08. Bring mir mehr. 18.09. Wegen Sachi bin ich nicht länger allein. Sie hat mir 3 weitere süße Kinder geschickt. Sachi ist mein Stolz und meine Freude. Ich glaube nicht, dass sie mich mittlerweile noch erkennt.
aber ich liebe sie immer noch mit meinem ganzen Herzen. 18.11.1975. Die Schule wurde geschlossen. Und der Schulleiter ist vom Dach gesprungen. Es geschieht ihm recht. Ich glaube, ich werde mit den Kindern singen. Irgendwas Lustiges und Fröhliches. Was für ein dämlicher Weg zu sterben. Geschieht ihm recht. 23.11.1975. Sachi ist durch die Flure gewandert. Diese leeren Flure. Sie tötet jeden, der hier eintritt. Leute, die davon den Gerüchten gehört haben oder die einfach nur neugierig sind. Wir beide sind so unglaublich durstig. Aber es gibt nichts, was wir dagegen tun könnten. Okay, und danach wird es unleserlich. Gott. Also hat Sachiko Kinder getötet und sie ihr und die Seelen ihrer Mutter geschickt, dass sie nicht alleine ist? Und irgendwann hat sie das wahnsinnig gemacht. Es scheint so, als würde ihre Mutter möchten, dass sie aufhört. Ja, ich bin mir nicht ganz genau sicher, was wir als nächstes tun sollten, aber wenn wir zu Sachiko durchdringen möchten... Dann scheint es so, als wäre der Schulleiter der Schlüssel. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das Büro des Schulleiters im anderen Gebäude. Okay. Ich speichere jetzt mal hier drüber. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann weiter. Ziemlich viele Informationen. Ziemlich krass. Einfach nur der Wahnsinn, was da abgeht. Oh Gott. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.